Es lebte einmal ein Braunbär. Sein Name war Werb und er trug immer Flossen mit dem Slogan Suffix und eine Mütze mit dem Slogan Präfix. Sein Leben war wie ein Paradies. Aber eines Tages waren die Vorräte aus und er wusste nicht, was er machen sollte. Da hatte er eine Idee. Er ging zum Professor Vergangenheit, der ein Zeitauto hatte. Aber für die Reise in die Vergangenheit brauchte man vorne einen Motor der Marke G und hinten einen Tankkanne mit Benzin der Marke T. Aber es gab einige Bedingungen. Der Bär sollte seine Flossen ausziehen, um besser auf die Pedale zu drücken und, wenn er die Mütze aufhatte, sie vorne auf den Motor zu hängen, um es abzukühlen. Wenn es zu heiß war, konnte der Bär die Mütze nicht absetzen und durfte den Motor nicht benutzen. So konnte sich der Bär so viel Fisch und Honig holen, wie er wollte. Auch der wunderartige Eisbär wollte diese Idee nutzen, aber es klappte nicht. Da nahm der Bär statt Benzin T-Marke Benzin EN-Marke und es klappte. Nur beim ausnahmsvollen Grizzlybär klappte nichts.